Hallihallo, hier ist wieder euer Darth Steffen zu einer neuen Aufnahmesession von Let's Play Star Trek Online. Und ja, ich wünsche euch wie immer viel Spaß bei meiner Aufnahmesession. Und ja, hier fliegen wir jetzt mit meinem neuen Schiff, die USS Euterion. Vielleicht ist sie euch bekannt von den Fanfilmern aus Berlin, die Euterion Crew. An die habe ich das Schiff gewidmet, weil die fliegen ja eine Akira-Klasse in Original. Ich habe die Umrüstung davon, Aufrüstung, und ja, mit der fliege ich jetzt schon in Richtung der neuen Mission. Und zwar hier runter zum JFS 47 System. Dort wartet schon die nächste Mission, und ja, die werden wir jetzt gemeinsam machen. Ihr als Zuschauer und ich als Let's Player. Und ja, schauen wir einfach mal, was uns dort erwartet. Ich muss jetzt mal rasch noch einen Schluck trinken. Mir kratzt schon ein bisschen der Hals. Und ja. Auf jeden Fall ist Facebook immer oben, das ruhig sein. Fliegen wir mal weiter. Wir sind ja eh gleich. Da, richtig, ja. Ich bin gleich da. Da ist noch eine PvE-Mission. In die Burg. So was soll ich auch mal machen. Als Special-Videos mal. Also nicht als Display-Video. Einfach mal nur so als Nebenbei-Video, wenn ich mal Bock habe. Weil die Einreihung braucht auch mal eine Weile, bis man da eingereiht wird und es dann losgeht. Das ist immer der Nachteil. Das ist aber schlecht, wenn man das als Video macht. Und jetzt gehen wir in die Mission, die Stadt am Rande des Niemals. Und schauen mal, was uns in dieser Mission erwarten wird. Und ja, wird bestimmt wieder spannend werden. Ja, ich habe meine Webcam drüber. Wir kommen schon zur Hilfe. Bist du Schiff eigentlich nur auf Impuls gehen, ne? Ah, jetzt reagiert es. Schön. Stunden später reagiert es. Naja, egal. Mal sehen, was das Schiff so kann, ne? Der Torpedo ist schon mal geil. Der große und los geht's hier. Nord spürt auf Brei. Okay, Klingonen sind am Start. Alles klar. Wunderbar. Nummer 1. Nächster bitte. Ja. Geht ordentlich ab, das Schiff. So, ziehen wir mal ein bisschen Schild ab und Hülle. So. Na, schießt ruhig, schießt ruhig. Ihr habt eh keine Chance. Nehme ich. Da schießt immer noch ein Schiff. Oh, ein falscher Schlachtkreuzer. Na, das ist schon etwas härter. Kein Problem, machen wir auch fertig. Und das noch hier. So, ah, fehlt auch nicht aus. Minen, viel schneller, Schiff ist gleich Schrott. Gut, sie haben ihr Teil getan. Wunderbar. Die USS Kirk sieht aber nicht gut aus, muss ich sagen.
Gar nicht gut. Und wir beamen mal nach drüben und schauen mal. Das sind 100% Eindringlinge. Da wette ich mit euch, dass da Eindringlinge an Bord sind. Aber das ist nicht das Problem. Die machen wir einfach platt. So einfach geht das, ne? Würde ich sagen. Für die lassen wir uns reich beeindrucken. Ich sehe das wieder so lahmarschig. Ach, wie ich das mal mag. Gerade wenn ich aufnehme, kann ich das überhaupt nicht leiden. Wenn das so ewig braucht zum Laden. Aber okay, ist nicht so schlimm. Gleich geht es jedenfalls ab. Auf, ab. Seht ihr das? Ab 3%, da fängt an, geht schnell. So. Captain lokalisieren. Der wird irgendwo auf sein Schiff sein, würde ich mal sagen, oder? Gut, da schon mal nicht. Oh, Klingon. Gibt es hier nicht auch Autofeuer? Schade, geht ja nicht. Okay. Ist auch nicht so schlimm. Nein, auf den Klingonen schießen. Wow, hat sie weggefetzt. Ja, was gibt's denn Feines? Naja, nichts wirklich Wichtiges. Also, da habe ich schon besseres Zeug gefunden. Da ist ein großer Höhenbruch, eine tolle Wurst. Das Schiff fliegt schon auseinander. Was tut ihr? Haben die gerade... Verdammt, was ist denn los? Eine Entführung? Ist doch irgendwo ein Klingone, nee. Was ist hier drin vom Müll? Bestimmt auch nichts Besseres, ne? Nee, war klar. Alles hier, was man nicht brauchen, ist drinne. Das immer für die PvE-Missionen mit. Immer sehr wichtig, das Zeug. Ich empfehle es euch echt immer mitzunehmen. Kann echt nicht schaden. Ah, okay, das ist ja Luft zur Brücke. Na, machen wir das jetzt noch? Ja, machen wir es noch. Die nächste Folge kommt. Weil nicht, dass ich im Schnitt lande. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Nein! Schon haben mich getötet. Das gibt's doch nicht. Hilf mir mal jemand hier. Macht hin, Leute. Und macht hin, die Klingonen hier töten. Echt mal die Waffe wechseln, ey. Die macht doch gar keinen richtigen Schaden. Ich habe benutzt. Sollte sie mal wechseln, war? Ich wechsle mal auf die Waffe. Vielleicht ist die besser. Und mit dem Captain sprechen, das mache ich in der nächsten Folge. Also, warte mal kurz, bis die 10 Minuten um sind. Und dann geht es auch gleich weiter. Genießen wir einfach die schöne Aussicht hier aus dem riesen Bildschirm für so ein kleines Schiff. Und wo es nicht Warp fliegt, zeigt das Warp an. Also das müssten sie schon ein bisschen verschönern.